So, und damit einmal hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hi Donair. Oh, da wird einer spinnendig hier. Ja, mit mir, euer Hamda Hamler. Willkommen, schön, dass ihr euch die Folge wieder reinzieht, denn hier wird es heute wieder technisch rund gehen. Und zwar, ja, baue ich ja aktuell an so einer Reinfilterschaltung. Und da habe ich gerade noch ein paar Sachen für gesucht, die ich gerade noch nicht gefunden habe. Ich hatte auch noch Experiment gemacht und bevor ich davon erzähle, ich weiß, wo die Kisten sind. Die sind da. Die waren doch da, wo ich vermutet habe, aber gut, keine Ahnung, warum ich sie da jetzt nicht gefunden hatte. Okay, die bringe ich mal da wieder hin und dann erzähle ich euch mal von meinem Experiment. Und zwar habe ich nochmal getestet, wie das ist, wenn man 10 Wasserfilter in Reihen schaltet. Warte mal, pack mal da hin, bevor ich jetzt gerade gleich endgültig durcheinander komme. Ist doch das, ne? Ja, genau. Und zwar habe ich getestet, wie das ist, wenn man 10 hintereinander schaltet, aber das macht keinen Unterschied. Sobald der erste Filter kaputt ist, läuft auch die gesamte Anlage nicht mehr. Da macht das keinen Unterschied, ob man 10 Stück in Reihen hat oder lieber gleich erstmal 5 macht, so wie hier. Deswegen kann das ruhig bei der Grundidee von 5 Stück bleiben und ja. Und damit geht's weiter, genau. Geraden, genau. Jetzt muss ich gerade mal gucken, genau. Jetzt muss ich hier also die Rohre platzieren. Warte mal. So, mal gucken, dass das hier auch so passt. So. Wie gesagt, ich will den Aufbau hiervon genauso haben wie auf der, wie da unten. So. Deswegen werde ich das jetzt mal genauso bauen, wie das hier gemacht wird. So, oh Moment, ich muss mal niesen. Moment. Oh. Gut, dass ich eine Stummtaste habe, sonst hättet ihr wahrscheinlich jetzt klingende Ohren. Huch. Das Rohr denn platziert, das ist ein bisschen zu weit. So, und noch ein Rohr dahin. So. Das heißt, den brauchen wir jetzt erstmal so schnell noch nicht. Oh, das war das Falsche. Wir brauchen die hier. So. Nö, da hatte ich das nochmal ausprobiert und hab nochmal was mit den RGB-Lichtern nochmal ausprobiert. Ach, das macht Spaß. So. Genau. Damit geht's weiter. So, dann müssen wir ja noch die Kurven hier ja nochmal hin platzieren, damit wir auch bald den Anschluss haben. Und ich habe ein falsches Rohr. Packen wir wieder rein. Ich brauche die hier. Und ich muss gleich noch 5 Wasserfilter noch holen. So. Ohne Wasserfilter funktionieren die Dinger ja ein Scheiß. Deswegen brauchen wir Wasserfilter. So. Wasserfilter, genau. Gehe ich jetzt nochmal los und besorge welche. Ja, ist ja gut. Auto hat gute Laune, ich auch. So. Das Ding. Ich habe keinen Flugmodus oder was drin, ne? Die Karre ist so schnell. Hier. Nee. So, wir müssen, glaube ich, hier hin, ne? Hier gab es das, glaube ich. Ich habe das. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Habe ich Bewegungsunschärfe drin? Nee, habe ich aus. Gut. Ja, weil ich da ein ganz komisches Gefühl bei kriege, wenn ich Bewegungsunschärfe drin habe. So. Genau, da sind sie. Wasserfilter-Einsatz. Dafür brauchen wir 5 Stück. 3, 4 und 5. So, das war's auch schon. Das Ding ist einfach zu schnell, ne? Da muss ich mich echt erst dran gewöhnen. Aber ist mal gut so. Ich habe mich ja dauernd über die anderen Kram beschwert, dass sie so langsam waren. Und der ist etwas zu schnell. So. So, dann mal wieder zurück. Doch, hier sind wir richtig. So. Gut, dann wollen wir die Filter mal einsetzen. So, ich tue die Filter wieder hier hin. So.
Muss auch aufpassen, dass ich gleich nicht den ganzen Karren mitnehme. Das ist ja auch nicht so mein Plan. Das muss nicht sein. So. Ah, genau das meinte ich. Huch. Jetzt habe ich den Karren hier oben hingestellt. Ah, ist nicht so doll. Warte mal. So. Was? Ich bringe den Karren einmal kurz raus. So. Jetzt komme ich hier nicht. Ah, jetzt habe ich Boden entfernt. Das war auch nicht mein Plan. So. So, besser. So, da haben wir das jetzt also jetzt zweimal gebaut. So, dann brauche ich einmal Boden. Weißt du was? Komm mal mit. Wir nehmen den ganzen Karren mit. Wir brauchen eben ein paar Sachen noch mehr. Ja, ich hole schon Wände und Boden und sowas, aber jetzt bin ich lahmarschig mit der Karre. Versteh's einfach. Aber das werden wir erst später brauchen. So, wollen wir mal gucken. Wir brauchen Steintür brauchen wir nicht. Steinband mit Fenster werden wir garantiert nochmal welche brauchen. Das hier ist, glaube ich. Ach so, das sind die Sockelfundamente. Nee, die brauchen wir nicht. Steinwand brauchen wir auf jeden Fall auch. Und Holzboden, genau, das brauchen wir auch. So, alles eingeladen. Jetzt bin ich wieder schnell. Hui! So. Wie zu schnell. So. Ich brauche aber jetzt erstmal nur die Böden. Da sind die. So, der Rest kann hier erstmal draußen bleiben. So, und zwar soll hier so ein Boden hin. Ne? Moment. Ich will das ja so haben, dass ich hier quasi ein Stockwerk hinbaue. Stimmt, warte mal, ich muss nochmal rein, ich muss nochmal was holen. Da reicht's aber, wenn ich das so hingehe. Und zwar Holztreppen brauchen wir auch. So, oh, platziere es mal dahin. So, Holz. Ja, ne, ich nehme einfach jetzt mal die hier gerade vorhanden sind. Ich werde die mal ein bisschen drehen. So, das platziere ich nämlich jetzt mal dazwischen. So. Ne, das ist auch kein Holzboden. Ich denn quasi hier dann den Holzboden habe. So, und hier. Oh. Und hier dann quasi den Treppenaufgang. Pack erstmal zur Seite hier. Jetzt brauche ich nämlich mal die Stufen. Ich komme hier nicht raus. So, jetzt brauche ich hier nämlich gerade mal die Stufen. So, guck mal, das sollte ja schon ein bisschen passen, ne? Ragt die Treppe da durch die Wand. Nee, Gott sei Dank nicht. Guck mal, kann man hier nämlich hochgehen. Rauf zur zweiten Etage. Ach, guck mal, wenn ich das so lasse. Ja, ist cool. Das kann man so lassen. Das gefällt mir. Ja, Treppen brauchen wir so gesehen jetzt schon gar nicht mehr. Das ist empty. Beziehungsweise brauchen wir nicht mehr. Überlegen, ob ich jetzt noch einen Holzboden mache. Aber wenn ich die Kiste hier hin platziere, komme ich von oben und von unten dran. Na komm, machen wir noch eine Reihe und dann ist gut. So. Gut, dann ist das hier auch der gleichen Höhe. Und wenn ich hier runtergehe, ist das auch der gleichen Höhe. Sehr gut. So ist mein Plan gewesen. So läuft der Spaß. Okay. Weiter geht's. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Jetzt muss ich, oder will ich, dafür muss ich diese Platte nochmal kurz wegnehmen, damit man das gut sieht. Und hier auch. Ja, wie gesagt, ist Absicht. So, und damit wir jetzt diese Schlussventile hier, dafür werde ich mal kurz das Rohr wegnehmen, damit die Anlage nicht, ganze Anlage nicht gleich angemacht wird. Na, obwohl kann man ja, ne? Ich habe, glaube ich, die Hebel alle ausgemacht. Ich gucke da sonst gleich nochmal. Warte mal.
Guck nochmal. Ja, ist alles aus. Gut. So, und damit das funktioniert, was ich jetzt vorhabe, muss ich jetzt Folgendes machen. Und zwar, der Haltbarkeitsleser liest konstant die Haltbarkeit des Wasserfilters und schickt dementsprechend immer ein Signal hier längs. So, die Sache ist die, wir können, wenn wir hier jetzt einen, Teiler jetzt dran setzen, das müsstet ihr jetzt sein, können wir quasi damit bestimmen, wenn wir das hier mal hochführen. Nehmen wir mal. Ah, ich muss höher. So, jetzt. Gerade, genau. So, dann wollen wir das mal hochführen. So, ja, das wird ich jetzt von der LKW technisch machen. Da habe ich jetzt Bock drauf. So, und dann brauchen wir hier einen. Dann brauchen wir drei Kurven. Ja, ich werde jetzt nicht alles hier mit Logik, Wireless und Retriever machen. Das wäre auch irgendwo langweilig. So. Zumal, wenn sich das System vergrößern sollte, was eventuell passieren kann. Entschuldigung. Da könnte das schon ganz schön viel Wirrwarr verursachen. Und den Überblick will ich gerne noch behalten. Und außerdem so ist das so für euch auch toll. Ihr könnt das so wunderbar nachbauen, wenn ihr Bock habt. Oh, nee, die Kiste wollte ich jetzt nicht aufsammeln. Deswegen, wir müssen ja nicht alles mit Mods machen, ne? Sonst, sonst hätte ich ja auch die Haltbarkeit, Infinity Haltbarkeit drin lassen und wir bräuchten diese ganze Schoßbahn nicht. Aber so, finde ich, macht das Spaß. So, dann brauchen wir noch ein T-Stück. So. Jetzt gehen die Ventile natürlich auf, weil sie jetzt ein Signal kriegen. So, die Sache ist aber die. Die schicken ja konstant den Status des Signals. Sprich, die hauen ja raus. Warte mal. Die hauen ja ständig. Der haut ja ständig 99 raus. Haut er ständig raus. So. Wir brauchen aber, um die Ventile nur ein- oder auszumachen, brauchen wir aber nur 1 und 0. Und das würde ich am besten hier einmal regulieren, indem ich hier einmal einen Wechselschalter setze, der das Signal von 1 auf 0 setzt. Und dann lass mal da liegen. Das sieht ganz komisch aus. Und einen mal, der das von 0 auf 1 wieder umwandelt. So. So, die Sache ist aber die, weil er ja ständig einen Wert von 1 oder höher sendet, ist das Signal für das Filter, er läuft einfach. Und das soll er ja nicht. Er soll ja, wenn ich das Ding jemals wieder gerade hingesetzt kriege, er soll ja nur dann laufen, wenn das Signal 0 erreicht. Das heißt, ich nehme den Filter wieder weg. So, jetzt hat er es geschlossen. Ich stelle es einmal hier ab. Funktioniert super. Achso, ich muss noch ein paar Sachen noch installieren. Ich bin ja noch nicht fertig hier. Und zwar müssen wir hier noch ungefähr da hinten. Warte mal. Ja. Ja, schon richtig. Dazu müssen wir hier noch hier ein Logikschalter-Einsatz. Mann. Wo ich absolut Blödsinn erkläre. So. Also da noch überall Schalter Einsatz und dann brauchen wir noch überall ein Display. Ich sehe immer gerne, wie der aktuelle Status ist. Oh, der ist übrigens verkehrt rum. So. So. So, und damit wäre das auch schon getan. Das heißt, jetzt, da er einen Wert von 1 oder höher sendet, wandelt der hier Schaltereinsatz alles hier eingehende Logikwert von 0 auf 1 oder von 1 oder darüber auf 0. Wie das schon sprichwörtlich sagt. So. Wandelt er jedes Signal, was dreht er die Signale jetzt um. Das heißt, was ich jetzt 1 oder höher bekomme, wird jetzt 0 oder was ich an 0 bekomme, wird an 1 umgewandelt. Das heißt, sobald das hier, das komplette Gerät, wenn er alle Wartungskisten aufgehört hat, dann 0 erreicht,
Dann geht er dann hier hoch, geht dann hier das Signal hoch und schaltet beide Ventile an. Das heißt, sobald das Gerät hier, sobald die Reihe hier nämlich ausfällt, springt dann die Reihe ein. Und das ist das ganze Sinn und das ist das ganze Prinzip, worauf das baut. Und das Tolle ist, da ich die Anschlüsse hier so gesetzt habe, dass da und da hier noch eine Öffnung ist, könnten wir sogar noch eine Reihe darüber setzen. So, und wir brauchen einmal die Kiste mit den Korken mit, weil das könnte ein paar unangenehme Platschergeräusche geben, sobald das läuft. Und das wäre in der Tat ein bisschen nervig. So, weil ich glaube, mehr als so werde ich jetzt noch nicht setzen. Das wäre doch ein bisschen zu krass. So, dafür brauchen wir die Korken jetzt nicht mehr. So, ich glaube, das Dach können wir so gesehen auch schon wieder draufsetzen. Ich platziere zumindest das mal, was hier noch rumliegt. Aktuell. So, komm her, hallo. Hä? Ach so, haha. Ist ja keine Kiste, ich muss das ja schon mit E nehmen. So, und wie gesagt, das ist das ganze Prinzip dieser Anlage. Und so wird es funktionieren. Wie gesagt, habe ich in meinem Kreativspielstand, habe ich das mal ausprobiert, ein bisschen gebastelt, läuft. So, jetzt muss ich natürlich noch ein Hauptventilverschlusssystem noch dran bauen. Das heißt, hier muss jetzt noch der Empfängereinsatz wieder rein. So, Signal steht auf Logik 1, das ist ganz gut, das kann ruhig so bleiben. So, und dann muss ich gleich den manuellen Ausschalter, die gesamte Anlage, falls irgendwie was ist, keine Ahnung, gerade, ach, das Kabel, Kabel ist falsch, Rohre, da. So. Ja, und daran kommt jetzt auch schon wieder der, ich weiß gerade nicht, in welcher Höhe der hinkommt, gucken wir gleich mal. Das war der falsche. Danke. Den hier brauche ich. So, dann drehen wir es einmal nach unten. Und dann hauen wir mal ein paar Wasserrohre nach unten runter. So. Genau, hier kann ich auch jetzt das Hauptventil wieder dran drehen. Was mache ich denn? Ja, lass ruhig so. So, und dafür muss ich gleich erstmal gucken, ob das Wasser hier auch so ankommt. So, testweise nochmal. Genau, Wasserrohr. So, und die Pumpe muss dann ja... Ich dürfte sie auch hier platzieren können, ne? Na, muss ein tiefer. Doch, das geht gut. Das heißt, wir brauchen nochmal ein paar Rohre. Und zwar hier noch so ein langes. Und dann ein gebogenes. Gebogen bist du. So. Ja, das Wasser kommt hier aufgrund dieses hier gar nicht an. So, gut. Schalten wir aber wieder aus. Das heißt, die beiden Rohre installiere ich jetzt wieder. So. Und das wäre es auch schon. Jetzt können wir es mal testen. Ob das so geht. Das heißt, ich schalte jetzt erstmal das Hauptsystem wieder an. Dadurch müsste jetzt die gesamte Anlage jetzt wieder laufen. Na super, das klingt doch schon mal toll. Gucken wir das System hier einmal kurz an. Das scheint aber alles erstmal sehr gut auszusehen. Signal kommt an. Also scheint zu funktionieren. So, dann gucke ich mir uns einmal die Anlage selber nochmal an. Ob da alles paletti ist. Hier schau mal Heber an und dann dürfte gleich was kommen. Und da kommt wieder unsere wertvolle Ressource. Ja, wir haben mittlerweile 33 Millionen Gewichtseinheiten, 20 Millionen oder 20,2 Millionen Ressourceneinheiten gekrallt. Ist schon geil. Gut, ich würde aber sagen, das lassen wir nochmal aus. Das andere. Ach, weißt du was? Was soll da alberne Spaß? Ich lasse es an. Weitermachen. So. Ich werde auch Betonböden brauchen, die großen. Weil wir müssen unser Haus jetzt dementsprechend ein bisschen erweitern. Da. Gefunden. Ja, mach mal so. So.
Das Tolle ist, meine Höhe passt das so toll, dass ich das Dach nicht erweitern muss. Ich brauche das jetzt hier einfach nur zuzumachen und alle sind happy. Sehr gut. So, ich mache aber erstmal den Boden hier. Mal nochmal drehen. Ja, das sieht gut aus. Okay, das belasse ich so dabei. So. So werde ich den Boden lassen. Ach, weißt du was? Zieh die ganze Decke, zieh den ganzen Weg lang. Das wäre fast albern. So. Stimmt, da brauchen wir nur noch den Geländer, die Geländerdinger, um auch noch ein bisschen Geländer hier dran zu machen. Wir wollen ja nicht runterfallen. So. So. Ja, und dann müssen wir natürlich unser Gebäude trotzdem ein bisschen in den Seiten erweitern. Sprich, der Wandabschnitt soll mindestens noch hier weitergehen. Warte mal. Geh mal kurz den Boden. Na, guck mal, wir müssen sogar doppelt machen. Ist aber nicht so wild. So, guck mal, dann müssen wir hier die Mauer auch gleich nochmal drehen. Was heißt das denn, dass der hier steht? Na, ist ja kein Problem. Ich bin in bester Bastellaune. So. Guck mal, dann passe ich den Boden hier dementsprechend noch an. Ich muss auch noch Steinboden noch holen. Super. So, ich glaube, wir müssen aber noch eine Reihe weiter, ja? So. Was würde ich nur ohne den Flugmod machen? Beziehungsweise den Hydrotility Plus mit den ganzen Modulen. Damit war man ja echt zum Teil ja echt aufgeschmissen. Ich meine, was müsste man da jetzt alles nachhämmern, nur damit das Sitz ist? Aber doch ein bisschen hart. Na, so. Ah, ich könnte hier nochmal zwei Fundamentgeschichten. Ach so. Ja, gut. Moment. Packen wir die Betonbühne einfach rein. So. Gut. Damit brauchen wir die Betonkiste auch nicht mehr. So. Steinwand. Achso, warte mal dafür. Ja, komm. Ich hole mir jetzt nochmal kurz den Steinboden. Da. Nee, das sind ja einfach Betonböden. Nee, die suche ich nicht. Ja, Steinboden gefunden. So, dann legen wir nochmal einen schönen Boden aus. Wenn den Boden gerne so ein bisschen symmetrisch haben, ist das so ungefähr richtig? Nee, einmal drehen noch. So passt er. So, dann legen wir mal hier neuen Boden aus. Aber dafür brauche ich auch keinen Flugmod. Das können wir auch wunderbar so erledigen. Ich muss nur, wenn wir hier fertig sind, dann denken, oben auch noch mal Wartungskit zu setzen. Weil da jetzt keine Werkzeugtaschen drin sind. Wie komme ich immer auf Wartungskits? Durch andere Spielen, würde ich sagen. So. Ich würde sagen, das erste Zwischenstockwerk packen wir auch keine Betonböden hin. Wäre ja auch ein bisschen schwer für so ein Zwischenstockwerk, ne? Jetzt würde ich sagen, lieber Holz. Bisschen ist leichter und doch stabil. Hoppla. Der Boden ist etwas falsch platziert. So. So. Gut, das heißt, Betonböden brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Können jetzt auch weg. Warte mal, wir können es eigentlich auch einfacher machen. Ziehe die einfach Reihe und Glied und dann sammle ich sie alle mit der Karre dann später auf. So, gut. So, Decken. Wo seid die Decken nochmal? Also, hier ist die Kiste.
So, ja, wie gesagt, würde ich sagen, mache ich noch eine Decke dazwischen. Die Decke ist wieder vollkommen verkehrt herum. Moment. Ja, so würde ich sagen. Naja, nicht ganz. Ja. Ah, ist nicht. Wollte sagen, kann man da gar nicht raufspringen? Doch. Ich würde mal sagen, ich gleiche das so an, dass das bei der Wand hinten mit hinpasst. So. Oh. Der war falsch platziert. So. Guck mal, besorge ich hier noch Geländer und dann passt das ganz gut. Also ich muss den Boden hier links natürlich auch nochmal setzen. So. Ich glaube, ich werde gleich runterfallen. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Ach nö, passt. Gut. Gut, das heißt, Holzböden brauchen wir somit auch nicht mehr. Du kannst auch dahin zurück. Moment. So. Einmal kurz gehustet, weiter geht's. Und da sind mir jetzt ein Holzboden übrig. Was mache ich denn jetzt damit? Ja. Holzboden hier. Kannst du da in die Kiste. Danke. So, ne? Würde ich sagen. Ja, die ist natürlich jetzt so hoch. Achso, haha, ich brauche ja noch Holzböden. Warte mal. Ich muss ja das Dach ja irgendwie noch wieder mitbauen. Das nützt ja nichts. Da kann ich auch genauso gut die Kiste auch hier platzieren. So. Na, guckt's. Gut, es plätschert nicht. Dann kann man es ja doch so machen. So. Ich wollte sagen, wieso wird der Korken nicht aufgenommen? Doch. Deswegen, wenn man hier reinkommt, sieht man, aha, dann kann man hier hochgehen und hier zur nächsten Anlage. Man könnte auch später so eine Art kleine Wendetreppe bauen und dann, ja, wird lustig. Ich sag ja, wenn es höher geht, ne, aber ich glaube, ich werde es nicht so hoch bauen. Genau, die Decke. Eigentlich fängt man ja erst mit den Wänden an, bevor man die Decke macht, aber in dem Fall fange ich jetzt einfach zuerst mit den Decken an. So. Und wie gesagt, hier hat man dadurch auch alles im Griff. Die meine Anlage läuft auch wieder. Den Korken könnte ich eigentlich ruhig auch weglassen. Ich bringe den mal weg. Weil ich glaube, wenn ich da jetzt gleich... Moment. Da, jetzt. Weil ich glaube, wenn ich da... jetzt gleich den Boden drüber setze, sieht man es, glaube ich, gar nicht mehr. Gucken wir einfach. So, wie weit muss ich noch? Hier und noch ein weiter. Okay. So, oder hört man es nicht mehr? Nee. Sehr gut, ich habe es zum Schweigen gebracht. So. Obwohl ich sagen muss, die Wände können wir jetzt noch gar nicht bauen, weil ich noch eine andere Idee habe. Und zwar habe ich euch schon was mit den RGB-Lampen gesagt. Das ist übrigens auch eine ganz tolle Sache. Muss ich mal gucken, wie ich das hier installiert kriege vom Platz her. Aber das sollte machbar sein. Schauen wir einfach mal. Weil ich sehe gerade, wir haben sowieso unsere Zeit fast wieder rum. Ja. Ja, genau. Deswegen werde ich jetzt mal eben... ja, ich gehe schon mal zum Shop. Dann kann ich schon mal zu Beginn der nächsten Folge schon mal vorplanen, was wir an Materialien brauchen. Vier und bla bla bla. Ach ja, stimmt. Hier kommen wir auch am schnellsten zum Logik-Shop. So. Gut, Leute. Damit würde ich sagen, ich mache eine Minute früher Schluss. Und ja, würde sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hoppala.
das war's von mir, euer Hamdahamdler. Ciao Leute, tschüss.